Wir grüßen euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir stellen euch ein neues Aroma vor, und zwar von Eddies Aromen, das, wie heißt das? Citroloco. Citroloco. Ist ein echt interessantes Aroma, vor allem ihr müsst das nur mit 2% anmischen. Das ist extrem wenig. Das Geilste, habe ich dir vorher gar nicht gesagt, Moment, Produktbeschreibung schließen, 5,90 für 10 Milliliter und vor allem 2% anmischen, da kommt ihr ewig hin. Uns wurde noch sogar gesagt, 1,52 ist schon fast das Höchste, so mit anmischen. Krass. 100 Milliliter kosten 31,38 und 1000 Milliliter kosten 213,01 €, aber keine Sorge, Leute, ihr könnt das Produkt finanzieren lassen. Ihr könnt es in Raten kaufen. Also wer es literweise wegzieht, ich kann es nachvollziehen, der kann es auch auf Raten kaufen. Die Sache ist, das soll sein, jetzt habe ich es geschlossen, Zitronenbrause mit Holunder. Zitronenbrause mit Holunder, ich lese es einfach vor. Hier steht Geschmack Orangen- und Zitronensaft, verfeinert mit Holunderblüte und Ingwer. Also Orange tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich würde sagen, im Tröpfler schmeckt man es raus so als dieses, ja, leicht herbe. Ich glaube, das ist so eine natürliche Orange, die das Ganze ja einfach abrundet und ja, wirklich das Ganze komplett macht. Dann der Zitronensaft, Zitrone schmeckst du raus. Und Holunderblüte schmeckst du auch aus, würde ich sagen. Und Ingwer könnte mit so das Herbe sein, was das abrundet. Aber lässt sich so als Ingwer nicht erkennen, meiner Meinung nach. Und soll diesem Getränk nachempfunden sein. Ich muss sagen, das Getränk, ich trinke ja sonst nichts mit Zucker, schmeckt geil, aber das Liquid schmeckt noch viel geiler. Also ist wirklich eins der besten so Zitronenliquids, die ich je gedampft habe. Und das noch als Aroma, mega abgerundet. Das hätte ich mir so von Nesty Juice vorstellen können. Für 10 Milliliter Liquid, so 8 Euro, da hätte ich gesagt, ist was Geiles. Tröpfelt man sich so ab und zu mal auf den Tröpfler. Ich finde das wirklich hammergeil und man kann meiner Meinung nach nichts besser machen. Ja, das Witzige ist sogar, dass du, als du es vorgelesen hast, da steht wirklich auch drauf, Zitrone, Orange, Holunder und Ingwer, wusste ich gar nicht, dass wirklich auch der Ingwer mit drin ist. Ich habe es jetzt wirklich schon ein bisschen runtergedampft, das ist meine erste, die ich angemischt habe, 30 Milliliter, und ja, man kann eigentlich nichts gegen sagen, weil es ist ein geiles Liquid. Man merkt schön zitronig, auch so diese Holunder, es wird halt schön frisch auch, Orange habe ich bisher gar nicht geschmeckt. Muss ich sagen. Also, ja, ich würde sagen, das rundet das ab. Das schafft so dieses leicht herbe. Und diese Ingwer könnte durch diese leichte Schärfe kommen, die da drin ist. Dieses leicht so, da ist irgendwas drin so, also was so nicht scharf wirkt, sondern besser so. Gar nicht scharf, weil wir hatten ja das Blueberry von Vampire Vape vorher getestet. Da hast du halt wirklich so diesen, ja, irgendwie Nachgeschmack, so was Scharfes. Und hier hast du gar nichts. Es schmeckt so abgerundet, wie selten Liquid A liegt. Naja, ich meine so, dieses, durch dieses Holunder, da kommt so ein Ton mit, der so... Ja, so was Kribbeliges, so ganz ja, leicht. So. Ganz leicht vielleicht. Ja, aber ja, also gegen das Liquid, gegen das Aroma kann man absolut nichts sagen. Vor allem, man muss halt extrem wenig anmischen. Uns wurde erzählt, wir haben das mit Messe Braunschweig mitgenommen, glaube 1 bis 2. Und ich habe halt wirklich mit 2 angemischt, weil ich halt wirklich wissen wollte. Also man kann damit wirklich auch sparsam umgehen. Ist ja auch wirklich stark dosiert, also man schmeckt es ja auch. Ja, könnte sogar noch ein bisschen runtergehen mit der Dosierung. Na, ich finde es so schon perfekt. Und die Sache ist, was wollte ich gerade sagen, weiß ich nicht mehr. Und die Sache ist, es ist halt ein perfektes Sommerliquid. Ja. Also das könnte man wirklich den ganzen Tag dampfen. Das wird auch echt nicht anstrengend. Das schmeckt so lecker. Problem könnte das Überdampfen sein, aber sehe ich hier jetzt nicht so schnell, da es halt nicht so übersüßt ist oder sonst was und dadurch einfach perfekt ist. Ich will das auf jeden Fall nochmal MTL testen. Wenn es von euch einer hat, auf jeden Fall mal unten reinschreiben. Ja. Die Sache ist aber nicht nur im Sommer, ich würde es auch im Winter dampfen, weil es halt einfach perfekt abgerundet ist. Ja, ist für mich auch eins meiner Highlights bisher dieses Jahr. Ey. Vor allem für 6 Euro 10 Milliliter. Und dann so wenig anmischen. Also ich muss sagen, das Jahr ist fast vorbei. Also hat schon was zu heißen. Ja. Nee, ist auf jeden Fall mega geil geworden. Ich finde es richtig super. Ja, ich würde sagen, wir haben dazu alles erwähnt. Also mega Begeisterung. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben geben. Da unterstützt ihr mich mega mit. Kommentar unten rein. Wie gesagt, wenn ihr es da habt, bei der Hälfte der anderen mit. Und vielleicht ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier ist sogar eine Ingwer abgebildet. Gut, das war's. Wunderschönen Tag euch. Und guten Dank.